Moin, ich bin Hallo. noch immer im Bett mit Nina Sam, die selber Bücher schreibt. Wir haben gerade ein wunderschönes Interview gemacht, das wir natürlich hier wie immer professionell in der Ecke verlinken. Dürft ihr dann gerne auch gucken. Und jetzt machen wir aber so einen Book Talk, wie das die Kids auf YouTube nennen. Nennen die das so, ja? Ich glaube, Das ist der offizielle ich nenne es, Hashtag. also komm, ich nenne es so, ich nenne es so. Na gut. Über Ellbogen Tada! von Fatma Aydemir. Man muss jetzt sagen, Nina ist gestern aus München nach Hamburg angereist und hat nichtsdestotrotz Dieses fette Buch also mitgenommen. völlig vorbereitet das Buch mitgenommen. Das finde ich ganz Wahnsinn, großartig. Also Einsatz. Aber ich finde, es sieht schon gut aus, wenn wir das beide hier so. ich finde auch. Ja, ich finde das ganz toll. Kannst du Ja. so in einem Satz, ein, zwei Sätzen ganz kurz zusammenfassen, worum es in Ellbogen geht? Das ist ein Buch über die 17-jährige Hazal, Ja. eine Türkin oder Deutsche mit Migrationshintergrund. Ja. Was ist der offizielle? Ich würde sagen, dass da das Buch ja tatsächlich auch um darum geht, eben, ja, also um die Spaltung in Deutschland leben, aber in der türkischen Tradition gefangen sein. Ja, Ja. genau. Jetzt habe ich Und es schon jetzt hast du es gesagt. vorweggenommen. Tja. Ja, nein, was wolltest du sonst noch Ich wollte sagen, genau das die sagen. Hasal? Naja, die hat ordentlich Wut im Bauch Ja. und nicht die besten Perspektiven, schlägt sich so durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ja, Deswegen den der Titel Rest können wir jetzt eigentlich noch nicht Ellbogen. verraten, oder? Nee. Wir wollen auch, glaube ich, lass uns versuchen, nicht zu doll zu spoilern. Ja. Ja, also eher abstrakt über Ich versuch's. Dinge kriegen wir, glaube ich, hin. Also ich Sonst glaube, machst du da so lässt sich ein, du kannst vielleicht einiges. so ein Beep-Beep machen, wenn ich irgendwas Ja, spoiler oder ich so. finde das aber total, so Beeps finde ich total gut, wenn Finde ich dann so, auch. was hat sie gesagt? Dann müsst ihr das Buch lesen, dann könnt ihr ahnen, was gesagt wurde. Ja, das hat dann so einen verruchten Ja, Charakter auf und alle so. Fälle. Ich glaube, Perfekt. ich habe bisher in meinen Videos ungefähr zweimal gebiept, aber das ist dann auch lustig. Ja, vielleicht Ich können will wir mal 10 gucken. Beeps. Ja, wo waren? So auf einer ganz persönlichen Ebene, worum ging es da in dich, für dich in dem Buch? So, also wenn du sagst, was du da richtig rausgenommen hast. Schwer zu sagen, aber im Grunde ist es ja so ein Coming of Age, wie man so Ja. seine eigene Identität findet. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich so eine Hauptfigur, die mit meiner Lebenswirklichkeit nicht so viel zu tun Ja. hat. Und trotzdem geht das einem total nahe, finde ich. Und man reist da so mit der durchs Leben irgendwie. Ja. Klingt jetzt doof, aber Ja. Ja, ja. okay. Ich hatte so ein bisschen, also als ich das angefangen habe zu lesen, dachte ich, es gefällt mir nicht, weil ich so Angst hatte, dass es so ein Buch nur mit Jugendsprache und Ja. wo die ganze Ja. Zeit 17 sind und in Berlin und so. Ja. Irgendwie dachte ich, das ist so ein Buch. Und dann war ich irgendwie total froh, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Das ist jetzt ja kein Spoiler, oder? Nee, das ist nicht, nee. Und Und dass es so zwei Seiten hat. ja. Das hat mir eigentlich am besten an dem Buch gefallen, dass es nicht nur dieses eine ist, was man schon ein bisschen Ja. kennt. So. Okay. Sehr Ja. schön. Ja, guck mal, also die nächste Frage wäre nämlich, was hat Ha. dir richtig gut gefallen an dem Buch? Ja, die beiden Seiten, Eben, dass das okay. nicht, ja, dass man beides sieht und dass man auch diese Traurigkeit hat und Ja. sieht, was mit ihr weiter passiert und wie sie so Wie ohne sie ihre ganze sogar. coole Gang, wie sie Ja. da so ist, alleine einfach. Ja, stimmt. Ja, also ich mochte auch so diese Freundschaftsgeflechte. Also ich finde ja immer einfach Freundschaften und Freundschaftsgeflechte in Büchern ganz, ganz spannend. Ja, das fand ich gut. Und also grundlegend geht es halt darum, wie sie mit dieser Diskrepanz lebt und wie sie versucht, sich zu befreien. Aber wie gesagt, also auch so komplette Aussichtslosigkeit, ne? Und was das halt, was das macht mit diesen jungen Mädchen, die im Prinzip noch in einer stark religiösen und traditionellen Familienstruktur aufwachsen und denen auch diese Regeln mitgegeben werden und die aber halt in einem Deutschland rumlaufen, in dem sich die ganzen anderen Mädels in ihrem Alter da halt nicht dran halten müssen und dass das halt Ja. einfach unheimlich, unheimlich schwierig ist und dann halt unheimlich viel Wut macht. Dinge, über die ich mir vorher noch keine Gedanken gemacht hatte. Ja, das stimmt. Und was ich toll finde, wie das so, wie sie so ihren Alltag beschreibt, die ist ja in dieser BVB, berufsvorbereitende Maßnahme, Ja, BVM, ich weiß gerade gar nicht mehr ich die weiß es auch nicht. Abkürzung. Ja, Das hat mir total gut gefallen, weil sie ja da unzählige Bewerbungen schreibt und nichts funktioniert und wie sie dann ihrer Freundin erzählt, was sie so lernt. Man darf Bewerbungen nicht mit, die Sätze nicht mit ich anfangen und man muss ein bisschen googeln. Das fand ich irgendwie cool, wie sie das so total nüchtern
Und das ist halt auch so ein bisschen diesen völlig wahnsinnigen, irrsinnigen Prozess irgendwie. Und sobald halt ein türkischer Name dasteht, musst du diese Werbung eigentlich schon fast nicht losschicken. Genau. Ja. Und bleibst im Wedding, weil du anders jetzt nicht so eben eine Wohnung findest. Ne? Ja. Ja. Das war schon, fand ich sehr, sehr spannend. Hat dich irgendwas richtig gestört? Mich hat so ein bisschen diese Gewaltorgie gestört, weil die so ganz plötzlich kam und ich ihre Rolle darin nicht so ganz nachvollziehen konnte. Das ging mir ganz exakt genauso. Echt? Ja. Ich fand, das war nicht so 100% vorbereitet von der Figur. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal, ja, als ob sie so eine Zeitungsmeldung gelesen hat, das muss noch rein in das Buch. Und darauf muss es hinauslaufen und Das ging mir ganz genauso. Und vor allem hatte ich irgendwie das Gefühl, so, wir haben jetzt irgendwie über einen langen Zeitraum in diesem Buch versucht zu sehen, was das macht mit diesen Mädchen. Und der Sympathiefaktor in dem Moment, in dem das passiert, halt irgendwie, also ja, einerseits verstehe ich natürlich, was der Kniff daran war, der literarische, das so eskalieren zu lassen. Ja, das verstehe ich auch, aber mir ist es ein bisschen zu reißbrettartig irgendwie, dass es wirklich so extrem sein muss. Also so eine Stufe drunter hätte ich plausibler gefunden. Ja. Und ich fand auch tatsächlich irgendwie diese ganze Jugendsprachennummer. Das Buch wird einem schon quasi, wenn Leute es gelesen haben, die warnen dich dann quasi schon, aber mit der Sprache so. Echt, die warnen dich vor. Ja, also mich hat jemand so ein bisschen gewarnt, so, ja, das ist schon, weil Leute auch wissen, dass ich da empfindlich bin, glaube ich. Und halt auf so extrem ausfällige und mich halt auch, da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie authentisch das ist oder ob das jetzt schon so ein bisschen gewollt ist, vor allem geschrieben von einer Autorin, der ich unterstelle, dass sie in ihrem Leben nie so geredet hat. Ja, das ist die Frage. Ich meine, die ist 30. Ja. Aber das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht hat die so geredet. Ist natürlich aber jetzt. Vielleicht ist sie durch ein Wedding gelaufen, 4 Wochen. Und hat den Mädels zugehört. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass die wirklich so reden. Ja, das ist die Frage. Ja. Wir wissen es nicht, wir sind wahrscheinlich sogar wahrscheinlich, dass die wirklich so reden. Aber mir kam schon auch so ein Tick aufgesetzt vor. Es hat mich manchmal rausgeworfen. Ja. Ich frage mich halt auch, ob man dann immer. Also ob man es auch im Roman unbedingt dann, braucht permanent. Genau, genau. Ja. Also man hat es dann irgendwann verstanden und dann kommt es nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja den zweiten Teil und dann hört es auf. Ja. Und ich fand das. Man muss durchhalten. Ende hat mich auch so ein bisschen. Ja. Also auch da kann ich sagen, es hat Sinn ergeben, weil es sehr schwierig geworden wäre. Also die Lage eskaliert komplett und sie reist nach Istanbul und gerät da auch so richtig irgendwie in doofe Situationen. Ich bin halt irgendwie, es kommt dann, sie hat eine Tante, die tatsächlich sich ganz gut emanzipiert hat aus dem ganzen traditionellen Frauenbild und Druck. Und die versucht ihr zu helfen. Und die Hilfe schlägt sie aus. Und ich bin halt eine Romanleserin, die dann halt gerne will, dass diese Tante sie an die Hand nimmt und dann wird alles gut. Wirklich? Ja. Aber das wäre irre kitschig. Das wäre total schlimm gewesen. Das hätte auch nicht gepasst. Aber nee, das hätte nicht gepasst. Aber mir ist es auch eine Spur zu offen. Weil man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass noch irgendwas kommt oder noch irgendwo ein Bogen wieder zurückgeführt wird. Ich mag eigentlich offene Enden, aber da habe ich auch total lange noch irgendwie so auf diese letzte Seite gestarrt und so gedacht, wirklich? Ich muss jetzt dazu sagen, dass mir ganz oft natürlich die Bücher mit nicht guten Enden besser gefallen. Nee, aber die bleiben besser, die bleiben mehr hängen. Die bleiben auf alle Fälle mehr hängen. Aber das war jetzt so ein Ende, das mich halt echt so ein bisschen im Wald hat stehen lassen. Ich fand's gut, dass es nicht so kitschig wird. Ja, also wie gesagt, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das hätte auch nicht gepasst einfach zu diesem Roman. Ja. Aber schwierig. Aber so ein bisschen eine Perspektive. Also, dass man noch ein bisschen mehr weiß, in welche Richtung sie sich jetzt weiter bewegt, oder? Ja. Aber wie gesagt, da hätte es wahrscheinlich auch keine gute Lösung gegeben. Deswegen kann ich natürlich nachvollziehen, dass man sich für ein komplett offenes Ende oder dass Fatma eigentlich sich für ein komplett offenes Ende entschieden hat. Kann ich dann schon nachschauen. Liest du manchmal den ersten Satz und fragst dich dann, ob du weiterliest? Ich gebe länger. Okay. Weil nach dem ersten Satz hätte ich eigentlich nicht weitergelesen. Ja. Aber soll ich mal lesen? Ja, bitte. Hätte Desiree mir nicht mit ihren langen, sauberen Fingern jeden Lippenstift und Nagellack einzeln vorgeführt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen zu klauen. Der ist gut, aber... Ja.
ich finde, dass der gar nicht so zum Rest des Buches passt. Das stimmt, genau, das hätte ich mir auch gesagt. Irgendwie. Das führt einen überhaupt nicht in dieses, weil dann denkt man, das geht irgendwie halt um so ein bisschen Teenager-Probleme. Ja, genau, das führt dann auf so eine Mädchenschiene und wer hat den schöneren Lippenstift? Ja. Na gut, Clown ist drin. Clown ist drin. Das klingt doch nach Wedding. Also es wirft zumindest schon mal einen Spannungsbogen auf, weil man sich natürlich fragt, was passiert nach dem Clown? Na, da ist es geschickt. Ja. Na gut. Ist schon gut gemacht. Aber ja, kann ich, also das kann ich total nachvollziehen. Nee, aber das mache ich tatsächlich, aber ich habe auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr Bücher nach, ich gehe mal in den Buchladen und lass mir was empfehlen, schon, aber stöber einfach nur rum, weil einfach momentan immer so viel über YouTube oder Instagram oder so kommt, dass so dieses selbst rumstöbern bei mir gerade völlig... Aber hast du das nicht manchmal, dass dir 5 Leute ein Buch empfehlen und du wirst erstmal die ersten Seiten lesen, weil du nicht sicher bist, ob du es wirklich gut findest? Nee, komischerweise nicht. Weil das habe ich total oft. Das ist aber auch total schlau, weil wenn man sich so meine Goodreads-Liste anguckt, dann sieht man da halt auch unheimlich viel negativ bewertete Bücher. Vielleicht würde mich das davor bewahren, Bücher zu lesen, die ich hinterher nicht gut finde. Wäre vielleicht mal schlau. Ja. Die Frage, ob du dich irgendwie, obwohl vielleicht kommen wir da trotzdem irgendwie, ob du dich mit der Hauptfigur, also mit Hazal, in irgendeiner Art und Weise identifiziert hast? Also, ich finde es irgendwie komisch. Ich identifiziere mich, glaube ich, immer mit Hauptfiguren, so ein bisschen zumindest, weil sonst würde mir das Buch gar nicht so gut gefallen. Also ich finde es ganz schwierig, wenn das so Figuren sind, zu denen ich keinen Zugang finde, lege ich total oft Bücher weg. Ja. Also Figuren finde ich super wichtig. Und ich finde schon, dass man so mit der mitgeht. Und also gerade, was mir total nahe gegangen ist, ist einfach diese extreme Steigerung von ihrem Charakter. Ja. Also zwischendurch wird man halt rausgeworfen und denkt sich so, hä, nee, das machst du jetzt nicht. Das glaube ich dir nicht. Ja. Aber so im Prinzip, also ich habe mich eigentlich gewundert, wie sehr man mit der mitgeht. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr 17, aber. Nee, aber also das ist eine ganz, ganz große Stärke des Buchs, muss man dazu sagen. Also nach allem, das hört sich jetzt zwischendrin mal so ein bisschen an, als ob wir da irgendwie viel doof gefunden hätten. Nee, das ist ein tolles Buch, das sich auf alle Fälle lohnt zu lesen. Das muss man vielleicht jetzt nochmal so mit aller Deutlichkeit sagen. Ja, das ist toll. Und gerade thematisch halt einfach so spannend, weil wie gesagt, ich habe mich noch nicht mit jugendlichen türkischen Mädchen in Deutschland lebend auseinandergesetzt, wie es denen so geht und was die so machen. Ja, ignoranterweise, muss man jetzt dazu sagen. Also große Stärke dieses Buchs. Das fand ich auch, dass das eine große Stärke ist, dass man da halt sehr lange noch sehr mitgeht und halt wirklich auch ein Gefühl dafür entwickelt, warum diese Mädchen so wütend und warum die ihr Leben so aussichtslos sehen und nicht wissen, wie sie rauskommen sollen aus der Nummer. Das fand ich eine ganz große Stärke. Bist du eine Buchweinerin? Also weinst du bei Büchern? Boah, voll selten eigentlich. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, warum, aber... Nee, ich weine nicht so oft. Also bei dem habe ich nicht geweint. Hast du geweint? Okay, ich glaube, das war jetzt auch... Aber das ist eine meiner Fragen. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, das ist nicht so... Das ist kein Weinbuch. Ist nicht so ein Weinbuch, nee. Nee, so sehr geht man dann mit ihr nicht mit, dass man wirklich am Ende da sitzt und weint. Nee, ne? Das hört dann irgendwie auch vorher. Oder, aber das legt das Buch auch nicht nahe. Also nee, das ist jetzt irgendwie tatsächlich kein Buch, das das... Ja. Es gibt in dem Buch eine Szene, in dem diese 4 Freundinnen sind das, glaube ich, versuchen, in einen Club in Berlin zu gehen... und nicht reinkommen. Ist dir das schon mal passiert in deinem Leben? Also mit Clubs habe ich komischerweise nicht so Probleme gehabt. Nee. Ich weiß gerade auch nicht, woran es liegt, weil ich immer zu jung geschätzt werde. Viel zu jung. Ja. Und dann zeigst du einen Ausweis und dann geht's, oder? Ja, ich weiß noch, dass ich mal nach der Arbeit, also da habe ich schon gearbeitet, als Dramaturgin am Theater, mal eben in den Supermarkt um die Ecke gehen wollte und ich hatte irgendwie Geld dabei, aber keinen Ausweis, was mir selten passiert. Ja. Aber da war das so, dann wollte die mir keinen Rotwein geben, die Frau. Nein. Und ich war halt 26 oder 27. Ich war so richtig wütend auf die, weil das war mein Abendessen, ja? Also nicht nur der Wein. Jetzt hätte ich kurz eine kritische Nachfrage gestellt. Naja, weißt du schon, Nudeln, Tomaten und Rotwein dazu, ne? Und so wollte sie mir nicht geben und ich hatte aber keinen Ausweis. Und dann hat die einmal so schräg zu der anderen Kasse gerufen, Irina, glaubst du, dass die schon 18 ist? Echt? Das sind 10 BR, da, was kosten die Kondome? Ja, genau. Und dann habe ich so empört gesagt, ich bin 27, die haben sich um 10 Jahre verschätzt. Hast du am Ende bekommen? Ich habe sofort den Wein bekommen, weil ich so wütend war. Das sehr war schön. Anscheinend sehr authentisch. Das ist sehr gut. Mhm. Hättest und du so ein bisschen, bist du ein Mensch, der dann sonst gesagt hätte, und jetzt möchte ich aber die Filialleitung sprechen? Ah, nee. Nee. Dann wärst du ohne Wein gegangen. Ja. Ich glaube schon.
Ja. Ich hätte auch den Ausweis holen können. Es war jetzt nicht so dramatisch. Ja. Und was ich auch richtig fies fand, ich wollte mir letztens ein Buch im Buchladen kaufen. Ja. Und dann hat der Buchhändler mir ein Buch empfohlen und meinte, die Protagonistin wäre so alt wie ich. Und Und dann war die 16-jährige Sabine. Das war der Scheiße, jetzt Abgrund. echt? Ja. Nein. Dann war ich auch stinkgesauer, weil da hat er sich ja noch mehr verschätzt. Hast du gesagt, so, jetzt gehen Sie mal in Ihr Regal und gucken Sie mal unter S. Da finden Sie womöglich zwei Bücher, die habe ich geschrieben. Und wollen Er wir jetzt hatte meine nochmal? Bücher nicht. Nein, Frechheit. Unfassbar. Der einzige Buchhändler in ganz Deutschland, der Und meine Bücher nicht dann bist du verkauft. hingegangen und hast gesagt, Ja, also sagen wir, haben Sie mal gehört, Nina Sam, da soll es zwei ganz tolle Bücher geben, warum haben Sie die denn nicht da, oder? Nee, das lässt du nee. dann. Das lasse ich mal andere Ich Leute wollte gerade sagen, machen. also alle, die dieses Video gerade gucken, ihr geht jetzt mal in die nächste Buchhandlung, bitte. Ja? Und wenn es dann nicht Und steht. wenn da nicht, also nur, wir hätten bitte gerne das ganze Leben da draußen und das letzte Polaroid. Dann sagt ihr mal, wie, das haben sie nicht. Genau, und wenn schon Oktober ist, dann muss das dritte gefälligst auch da stehen, Genau. ne? Ja, wobei, wenn es neu rauskommt, stehen die Chancen wahrscheinlich, dass es mal auf dem Tisch landet, besser. Auf jeden Fall, so die ersten 3, 4 Monate sind immer am Ja. besten, aber schwer ist es schon. Ich meine, es gibt so irre viele Über Bücher. welchen Verlag kommt das Neue? Drömer. Auch wieder Drömer. Ja, aber das ist ja dann schon mal zumindest eine Kontinuität, die dann auch, also, das kriegen die hin. Das Das kriegen die wird. hin. Ja, und Und jetzt wie die viele Nachricht. Leute gucken dieses Video? 500.000? 600.000? Mindestens, mindestens. Also, es ist Dann läuft schon das. geritzt. Schon geritzt. Wie viel hat sich das erste verkauft? Ich weiß es gar nicht. Nee, zweite? Irgendwas. Irgendwas. Okay. Also das erste, irgendwas über 3.000, aber jetzt nicht. Ja. Ne? Also so diese Ich kann das nur normale überhaupt nicht einschätzen, Zahl. deswegen frage ich so blöd. Ich kann das Ja, überhaupt nicht ja. Ach, einschätzen. Zahlen sind ganz schrecklich, weil sich die meisten unter, also um den 3.000, 4.000, 5.000 Ja. verkaufen. Und so dieser Schritt irgendwie ins Fünfstellige ist, glaube ich, total Aber schon schwer. allein ich habe das doch. Ja, eben, das muss ja reichen, ne? Also so und so oft gekauft und verschenkt. Okay, also jetzt Auftrag ist klar, ne? Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es in diesem Buch eine sehr eskalierende Gewaltszene gibt. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Ja. Gab es in deinem Leben schon mal eine Situation, in der du wahlweise tatsächlich körperliche Gewalt angewandt hast oder kurz davor gestanden hast? Also ich hatte das noch nicht, dass ich wirklich gewalttätig geworden bin, Ja. aber ich habe vor einer Weile so einen Kurs gemacht, damit ich Ja. besser vorbereitet bin und habe israelische Selbstverteidigung gelernt, ein Wochenende lang. Nein. Ja, weil ich finde, man hätte, also ich denke mir, das hätte man eigentlich in der Schule schon machen Auf müssen, alle habe Fälle, ich aber ja. nicht. Ja. Und dann habe ich halt so ein paar Moves gelernt, damit ich, ne, Was für dich Moves denn? ausnocken kann. Ja, das fängt halt mit so ganz leichten Sachen an, dass man so ein, also wenn jemand Ja. so mit dem Arm kommt, dass man den erstmal Und wegschlagen kann. das funktioniert? Ja, du musst halt hier mit dieser harten Seite schlagen Ja. und so zur Seite. Ich weiß nicht, ob Okay. das funktioniert. Und dann gibt es halt noch so andere Ja, das Sachen, habt ihr dass doch man geübt halt, bestimmt, ja, oder? das haben wir geübt. Und da hat es Da hat funktioniert. es funktioniert, Okay, ja. aber gut, da weißt du ja auch, was kommt. Eben, da weißt du, was kommt. Ja. Und dann halt, ja, dass es halt so Stellen gibt, die empfindlich sind. Also hier so Ja. der Gesichtsbereich Ja. natürlich. Und dass man, wir haben auch einfach so Faustschläge geübt, weil man es ja so Wie ist selten das macht nochmal? Ich im merke mir echten das immer nicht. Leben. Ah, Daumen draußen lassen oder Ja, so war genau, das, nicht ne? rein und halt vor allem hier mit dieser harten Seite. Anstatt. Anstatt. Oder war es so? Ich So. weiß schon gar nicht mehr. Mist. Ich muss den Kurs Nächstes nochmal Wochenende gleich nochmal vorlesen. ein Kurs. Genau, und hier gibt es halt so eine empfindliche Stelle. Ja. Und dann kann man mit so zwei Fingern hier so reindrücken und dann ist der andere, kriegt dann keine Luft mehr. Das ist, glaube ich, so das Effektivste, weil das so Ja. überraschend kommt. Mache ich jetzt nicht mit dir. Ja. Sonst war es das mit unserem Video. Ich glaube, ich erinnere mich noch, wir hatten sowas mal in der Schule tatsächlich. Ich behaupte aber, es war schülerorganisiert und nicht schulorganisiert. Man soll nicht Hilfe, sondern Feuer schreien, weil auf Hilfe niemand mehr hört. Was? Ja. Ah. Ich glaube, ich habe gelernt, man soll Hilfe rufen. Also man soll so laut wie möglich und am besten noch mit Pfefferspray und so. Aber Hast du sowas? nee, ist mir irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Pfefferspray rumlaufe, dann denke ich die ganze Ist schon die Zeit, dass ganze mir was Zeit, passiert oder so. ja. Ich weiß gar nicht, ob Finde ich ich jemals irgendwie im Leben komisch. welches hatte. Ich glaube nicht. Ich hatte mal eine Zeit lang, glaube ich, tatsächlich so eine lustige Techno-Trillerpfeife. Aber das war halt mehr aus lustig, habe ich um Hals hängen, weil Techno. Also nicht, dass ich jetzt eine große Techno-Vergangenheit hätte, aber Klingt aber so. hab den 3 Tage-Rave oder so. Mit viel Drogen. Okay, ja. Aber du hast das bisher zum Glück noch nie Hab's noch nicht anwenden gebraucht, nee. müssen. In München geht's bisher. Ja, München ist ja auch eine ordentliche Stadt, ne? Nicht so wie Nicht so. Hamburg. Ja, deine Fenster sind noch ganz, oder?
Ja, tatsächlich, also das war jetzt natürlich eine Anspielung auf G20 ist jetzt gerade, ist das eine Vorbei. Woche oder 2 Wochen her? Gott, das verschwimmt schon wieder alles in meinem Kopf. Auf alle Fälle war ja in Hamburg während G20 2 Wochen so ein bisschen was los und ich wohne auch relativ dicht an der Schanze, muss man jetzt dazu sagen, und habe das Wochenende über tatsächlich mehrfach, wie auch von Maike hinter der Kamera übrigens, Nachfragen bekommen, ob denn Ob du noch alles gut lebst. sei. Aber zu uns in die Straße sind sie zum Glück nicht gekommen. Okay. Ich bin nur gerade an so vielen zerstörten Fensterscheiben vorbeigegangen und dachte so, Aber in Geschäften jetzt meinst Ja, du? genau. Ja, ja, Ja. ja. Ja, lass uns damit jetzt erst gar nicht Nee, anfangen. Ja. das Aber war da mir wurde ja zu auch lang. die Gewalt höher gekocht, als sie tatsächlich war, muss man jetzt mal Okay. sagen. Also so schlimm. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt jetzt so richtig doll Angst. Ich habe zwischendrin mal kurz überlegt, ob ich mein Auto vielleicht woanders hinstellen sollte. Habe dann aber beschlossen, dass so ein Hinterhof nicht so medienwirksam ist. Und wollen wir das jetzt noch im Interview? Wie lange haben wir denn schon? Lass mich mal hier so schräg gucken. Ja, wir haben schon lang. Dann erzähle ich die lustige Geschichte gleich, wenn es vorbei ist. Und wenn es euch total interessiert, dann kommentiert ihr und sagt, jetzt wollen wir die witzige Geschichte aber hören. Und dann schreibe ich es euch in die Kommentare. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, wir sagen nochmal, lesen. Buch Na, lesen. sonst hätten wir uns ja nicht dazu entschieden, hier drüber zu reden. Also trotz allem, Alles was wir gut. gesagt haben, lesen. Genau. Na? In diesem Sinne, Interview gucken, Nina Sam, Buchladen gehen. Und wie immer sage ich an dieser Stelle, vergesst nicht, unterstützt, ich krieg's auf Deutsch aber so schwer hin, euren netten kleinen Buchladen um die Ecke. Perfektes Schlusswort. Tschüss. Moin, ich bin im Bett mit Nina Sam und du schreibst Bücher. Ja, zwei Ja, Stück und das zwei dritte Stück. kommt im Herbst. Kommt im Herbst. Wie heißt das Neue? Das, was jetzt rauskommt, Ja. das Alphabet meiner Familie. Du bist gestern Nacht schon in Hamburg angekommen, ne? Genau, Und was gestern hast du so Abend. gemacht? Auch gestern habe ich nur noch gegessen und dann war ich noch mit dem Hund draußen und habe ich geschlafen.